Los. Ja, hallo Lieben, hier ist Christian Hemschelmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Und es geht um das schöne Thema Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir das Thema verletzte Menschen verletzen. Bleibt dran. Ja, ganz kurz noch, bevor wir einsteigen, die Selbstliebe-Challenge. Die Ausbildung geht auch bald wieder los. Ist auch für viele vielleicht interessant. Da sage ich auch nochmal extra was zu. Und ja, aber heute befassen wir uns mal mit einer Zuschauerfrage wieder. Solche Fragen könnt ihr auch stellen bei einem Formular auf liebeschipp.de. Ich glaube, es geht um eine lesbische Beziehung, aber jetzt nur so als spielt es auch keine Rolle. Und ja, es gibt noch ein schönes Thema. Ja, das, was sich so in Wildwasser begibt, dass es dann eben nicht immer gut ausgeht. Und ja, und auch wieder um die berühmten 100 Tage. Hallo Christian. Ja. So, seit 3 Monaten Schluss mit meiner Beziehung, die nicht lange hielt. Die Dauer war circa 3 Monate. Meine Ex-Freundin machte recht impulsiv Schluss und mit Abstand kann man nun vielleicht verstehen, was dahinter steckt. Ich möchte dir gerne den Beziehungsverlauf schildern. Wir haben uns über Tinder kennengelernt. Na, da könnte ich eigentlich schon wieder aufhören, würde ich fast sagen. Aber ja, es ist wie es ist. Wobei ich sie schon von zuvor kannte, gesehen habe. Okay. Meine Ex-Freundin gab am Anfang bzw. bis zum Schluss machen super Gas. Sie hat mir mal geschrieben, meine Nachrichten sofort gelesen, mir Geschenke gemacht. Ich habe am Ende die ganze Zeit angerufen. Ja, also jetzt, ich glaube ja, es geht hier um eine lesbische Beziehung, aber das wäre jetzt auch typisch für die Männer, die mir immer schreiben, die diese, wie soll ich mal sagen, emotional labilen Freundinnen haben, die man dann irgendwie so mag und trotzdem sind sie. Agieren sie auf eine Art sehr toxisch und du hast ja wahrscheinlich jemanden, der sowohl sehr verlustängstlich, als auch sehr bindungsängstlich ist und ja, einfach nicht gut drauf ist, sagen wir mal so. Und es ist schade für diesen Menschen, aber es ist so ein bisschen, was ich so vorstelle, so eine Beziehung als so ein Gewässer. Also man kann in so einen ruhigen See springen oder du kannst, was weiß ich, irgendwie in Südfrankreich irgendwie voll im Sturm in die Brandung springen und fragt sich dann, ja, warum ist das jetzt hier so viel Brandung? Warum sind hier so hohe Wellen? Weil es so ist, ne? Es hat nichts mit dir zu tun. Und man kann auch nicht viel machen, so, ne? Also, und deine Freundin, die kommt wahrscheinlich so durcheinander und traumatisiert oder ich weiß nicht was, dass sie auch nicht groß anders konnte, vielleicht, ne? Sprich, jede freie Minute verbrachten wir im Kontakt. Sie übernahm relativ flott viele Floskeln und Sprechweisen von mir. Ich bekam unendlich viele Komplimente. Sie wollte alles von mir wissen. Ja, also, liebe Leute, müsst einfach mal nur gucken, gibt es den toxischen Kreislauf. Der besteht nun mal aus Lovebombing, Kritik, Abschuss und auch den muss man immer nur suchen. Da brauchen wir auch keine Labels mehr. Und dann weiß man einfach, ja, es ist nicht gut, es tut einem nicht gut und ja. Also könnte man jetzt wieder so ein bisschen sehen, als, wie gesagt, ohne da jetzt ein Label dran zu packen, will ich auch gar nicht, aber ja, sie hat dich sicherlich sehr gelacht worden am Anfang. Aber das allein ist nicht so schlimm, da muss schon noch mehr dazu kommen. Sie hat mich auf Instagram und Facebook auch so intensiv gestalkt, dass sie die Captions wusste, keine Ahnung, was das ist, oder ich ihr von Erlebnissen erzählt habe und sie wusste, weil sie mein Social Media aufgesogen hat. Sie war so aufmerksam und kannte mich gefühlt besser als ich mich selber. Ich dachte tatsächlich, ich hätte einen Seelenverwandten getroffen. Ja, das ist immer kritisch. Also, wenn man denkt, das ist die geilste, also ist, weiß ich nicht, nee, wie heißt der Spruch immer? Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Also, vielleicht ist es eine Seelenverwandte von dir, aber vielleicht dafür, dass ihr euch gegenseitig in eure Entwicklung bringt und nicht unbedingt, dass ihr live happily ever after, also, das dann leider häufig nicht so ist, dass mit diesen Prozessen, mit diesen Seelenverwandtschaftsprozessen manchmal und in diesen Zeiten noch viel mehr.
So, jetzt kommt es zu den offensichtlichen Red Flags. Sie sagt, sie hätte viele Ängste bei romantischen Beziehungen. Sie sagte mir, ich soll es als Kompliment sehen. Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, aber okay. Am Ende der Beziehung hatte sie diese Ängste so stark, ich durfte nicht mal mehr sie anfassen, weil sie schon fast eine Panikattacke hatte. Ja, das hört sich alles so goldig an, aber es, ja, es ist eben Wildwasser, ne? Das war auch der erste Grund, warum sie das Ganze beendet hat. Sie hat keine Kraft für mich, auch wenn sie gerne wollen würde. Ja, also für mich haben ja Worte fast überhaupt keine Bedeutung mehr. Also Fakt ist, dass sie Schluss gemacht hat, warum auch immer. Vielleicht ist sie nicht beziehungsfähig, ja, aber das, du hast sie nicht so gemacht. Also, die Ängste wurden immer schlimmer, als ich immer an die Gefühle gestanden habe. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es hier große Themen gibt mit Bindungsangst, Verlustangst und so einem wilden Misch davon, aber es bringt nichts zu gucken. Also ja, ich kann jetzt nochmal sagen, ja, da konntest du wohl nicht viel machen, aber ist die Frage, warum hast du so Anziehungspunkte dafür? Ne? Was ist mit dir? Möchtest du gerne Leute retten? Hast du Elternteile, die so waren? Und falls du meine Arbeit noch nicht kennst, kannst du auf Liebeschip gucken. Gibt es Kurse für auch, ja, dass man guckt, habe ich da so ein toxisches Beutemuster, sag ich mal? Will ich mal Leute retten und so weiter? Die ganze Zeit war das Gespräch in der Beziehung. Anführungsstriche, ihr Herz sagt sofort ja, aber in ihrem Kopf ist etwas und ich weiß nicht, was in einem halben Jahr ist. Ja, das sind so diese Bindungsängstersprüche, ja. Das ist immer aus dem gleichen Buch, glaube ich. Ich soll mich also nicht wundern, wenn in einem halben Jahr alles vorbei ist oder irgendwas quasi los ist. Also Leute, wenn euch das jemand sagt, ich soll mich nicht wundern, wenn in einem halben Jahr alles vorbei ist, dann glaubt den Menschen, die sagen euch am Anfang, was los ist und ganz viele machen das, ist auch nur auf eine Art ehrlich. Und dann denk nicht, dass du sowas Besonderes bist, dass es mit dir dann nicht im halben Jahr Schluss ist. Ne? Im Sinne, sie erwartet richtig was, ein Knall-Fragezeichen in einem halben Jahr. Ja, offensichtlich. Offensichtlich weiß sie, dass die Beziehung nicht lange aushält. Das hat mit dir nichts zu tun und sie kann wahrscheinlich auch nicht anders. Ne? Dann muss sie vielleicht Therapie machen oder ich weiß nicht. Aber du kannst sie nicht retten. Sie war früher, Klammer auf, krasse psychologische Diagnose und Klammer auf, nächste krasse psychologische Diagnose, Klammer zu. Also nicht, dass diese Leute, natürlich wollen die auch in einer Beziehung sein und natürlich, wenn das klappt, ja, spricht nichts dagegen, aber erhöht nicht unbedingt die Chancen. Wie gesagt, das ist Wildwasser, ne? Kann ich nur so ganz wertvoll sagen. Sie sagte selber, sie hat krasse Stimmungsschwankungen über den Tag verteilt und überlegt selber, Klammer auf, dritte krasse psychologische Diagnose, Klammer zu sein. Ja. Ich will jetzt nicht alle Details lesen, aber sie macht, Klammer auf, krasses psychologische Symptom, Klammer zu. Sie sagte zu mir, sie kennt keine Grenzen, beziehungsweise ihre Grenzen verschwimmen. Sie weiß also nicht, wann eine Grenze bei ihr überschritten ist. Und wenn sie überschritten ist, dann ist es eine Katastrophe. Ja, das heißt, du kannst eigentlich gar nichts machen. Sie hat keine guten Grenzen und sehr wahrscheinlich, weil sie nicht sagt, wo sie Grenzen sind. Also auch das ist eine großartige Beschreibung von deiner Freundin wahrscheinlich. Wenn diese Grenzen überschritten werden, dann ja, es ist eine Katastrophe. Also sprich, also du musst dir vorstellen, sie sagt quasi, hier ist ein Minenfeld. Ich sag dir nicht, wo die Minen sind. Ich kann es dir auch nicht sagen und sehr wahrscheinlich wirst du in die Minen reinlaufen. Ja, das ist dann so, ist es auch passiert und du kannst da nichts machen. Ne? Sie sagte nach einer Attacke zu mir, sehr aufbrausend, sie weiß gar nicht genau, wer sie eigentlich ist. Auch das sehr wahrscheinlich einfach eine richtig gute Selbstwahrnehmung und die sie nicht abstellen kann in diesem Moment. Ne? Sie hat immer sehr verletzende Kommentare gebraucht, aller die Frau darf gerne mit ihr im Bett liegen. Oder man gibt sich mit normal attraktiven Menschen zufrieden, da man bei anderen keine Chance hat. Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, bist du schon in der Kritikphase hier angekommen. Ja, ist nicht sehr nett, ne? Ja. Wenn ich mal gekontert habe, war sie super beleidigt und ich musste mich entschuldigen. Ja, du musst gar nichts, also das, was ich meine, du hast auch mitgemacht jetzt, ne? Du hast den wahrscheinlich co-abhängigen Part hier übernommen oder in die Richtung, scheint mir das so. Und auch das musstest du nicht, das hast du. Das kannst du jetzt bei deinem Liebeschip gucken.
Aber das ist jetzt schon voll die Kritikgeschichte und ich finde das immer sehr schwierig, mit Menschen zusammen zu sein, die voll austeilen. Ich sage immer wieder, dass die Analogie damals beim Fußball, als ich in meiner Jugend war, immer jemand, der krass gefoult hat, total link und von hinten und in die Knochen rein und immer gesagt hat, nee, war ich nicht. Und wenn einer von uns den mal gefoult hat, dann ist er auch zusammengebrochen. Ja, also ich finde es schwierig. Das sind für mich Doppelstandards und ich weiß nicht, wie man damit Beziehungen führen soll, aber ja, ist wie es ist. Also auf jeden Fall hatten wir jetzt schon scheinbar ein bisschen Lovebombing und jetzt haben wir schon die Kritikphase. Und also, wie gesagt, sie macht das sicherlich nicht freiwillig hier, sie kann wahrscheinlich nicht anders. Aber du musst dich nicht zur Verfügung stellen für so eine Dynamik. Ne? Als ich einen Witz über ein Tier gemacht habe, sie streichelt also gern Tiere, aber will kein eigenes haben, war sie zutiefst sauer. Ja, verstehe ich jetzt nicht so richtig. War sie jetzt eifersüchtig auf ein Tier womöglich? Keine Ahnung. Nach einer Weile sagte sie, ich mache eine Anspielung auf ihre ganzen Sexualpartnerinnen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich meine, du akzeptierst, also man kann ja nicht sagen, dass sie diese Frau jetzt ihr Verhalten verstellt. Du akzeptierst es. Und warum? Willst du sie retten? Nimmst du es nicht ernst, was sie sagt? Aber klar, es ist provokant, aber wie gesagt, sie ist so. Ich war total schockiert, wie sie das so verkehrt interpretiert haben konnte. Also ich verstehe jetzt die Zusammenhang ehrlich gesagt nicht so richtig. Vielleicht versteht ihr das, ich verstehe es nicht so richtig, keine Ahnung. Zu Beginn gab es öfter solche krassen Missverständnisse von ihrer Seite aus. Grundsätzlich hat sie sich auch immer sehr geärgert. Wenn sie mich missverstanden hat, aber sie möchte wissen, richtig interpretieren, was ich denke. Ja, das ist ja verständlich, warum sie sich dann so ärgert, weiß ich jetzt auch nicht. Und am Ende hat sie die ganze Zeit meine Sprache verbessert, beziehungsweise meine Grammatik. Ja, ich kann nur sagen, jetzt sind wir schon tief in der Kritikphase und dann kommt halt irgendwann der Abschluss. Aber was soll ich jetzt sagen? Ich will diese Frau gar nicht werden, ich will dich nicht werden. Ich weiß, man geht da durch und vielleicht hast du Mitgefühl für sie gehabt, hast sie geliebt. Aber so kann man keine Beziehung führen und sei froh, dass es nur 3 Monate waren, kann ich dir nur sagen, weil man denkt immer, es könnte nicht noch schlimmer werden. Es kann viel, 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 viel schlimmer werden. Und 3 Monate, also 3 Monate ist auch immer so eine Grenze, wo man auch recht gut drüber wegkommt, dann hängt man noch nicht so ganz tief drin. Also auf eine Art ist es gut, denke ich, dass sie scheinbar Schluss gemacht hat. Ich habe mir in der Beziehung immer überlegt, wie ich das sage, damit sie es nicht verkehrt auffasst. Ja, das ist dieses, Engländer sagen immer, walking on eggshells, oder dieses Vergleich mit den Granaten. Du gehst durch ein Minenfeld und du weißt nicht, wo sie sind und versuchst die ganze Zeit, diese Minen auszuweichen. Aber warum machst du das? Warum sagst du dir nicht, ich möchte gar nicht in ein Minenfeld gehen? Warum sagst du nicht, ich möchte, also sage ich jetzt als offene Frage, ich weiß, wie man da reinkommt, aber als weitergehende Frage für dich, warum möchte ich nicht eine Freundin daten, die kein Minenfeld ist? Warum brauche ich das? Ist da irgendwas vertraut für mich dran? Ist da irgendwas, was ich kenne? So riecht halt auch ein bisschen Thrill irgendwie. Oder einfach mal so als Nachdenkfragen für dich so. Beim Schlussmachen war sie super rational, keine Gefühle, nichts. Sie selbst sagte, sie weiß, dass sie nun sehr kühl wirkt, aber später muss sie auch weinen. Ja, ich kann mit solchen Sätzen nichts anfangen. Ich weiß nicht. Ich kann immer sagen, guckt aufs Verhalten. Verhalten ist eiskalt. Ja, ich würde Menschen immer nach dem Verhalten einschätzen. Ich darf es mal gar nicht beurteilen, weil offensichtlich ist sie nicht so ganz gesund gewesen, meine Freundin. Wie gesagt, vielleicht kann sie nicht anders, aber du kannst dieses Wildwasser nicht beruhigen. Die ist, wie sie ist. Ne? Als ich ihr am nächsten... Das verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Als ich ihr am nächsten einen Kompromiss bezüglich der Beziehung finden wollte, also wahrscheinlich hast du nochmal versucht, irgendwie, dass es weitergeht, schlug sie es sofort aus mit, wir könnten uns ja alle 14 Tage sehen, um dir Platz zu schaffen. Ja, also das hört sich jetzt sehr bindungsängstlich an. Also ich weiß es jetzt nicht, versucht sie da ein Dreieck vorzubereiten, möchte sie jetzt die Beziehung runterfahren auf so ein Niveau, was sie mit ihrer Bindungsangst dann noch handeln kann? Irgendwie, ich weiß es nicht, aber
immer wieder Leute, also Modul 1, Standards und Dealbreaker. Und da kannst du nur sagen, nee, ich möchte keine Beziehung haben, mit alle 14 Tage habe ich keinen Bock drauf. Und dann, um das umzusetzen, braucht man halt wieder Trennungskompetenz. Also das ist alles Thema in meinen Kursen. Aber ja, nehmt eure Standards und Dealbreaker. Also natürlich kann man immer irgendwas aushandeln, immer klar, aber das ist ja schon eher ein Dealbreaker. Es sollte wichtiger sein als die Gefühle im Zweifelsfall. Ich weiß, das ist schwierig, aber anders geht's ja nämlich nicht. Ne? Sie sagte darauf, das klappt nicht, Lisa, wir wollen uns dann sowieso öfter sehen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob du jetzt vielleicht gesagt hast, mit dem alle 14 Tage Platz schaffen. Das würde ich auch nicht, also wenn du es gesagt hast, da würde ich es auch nicht empfehlen, weil man kann dieses Spiel von so einem Bindungsängstler nicht mitspielen. Das ist, also dann zahlst du immer mehr drauf und das ist, auch da kannst du mal gucken, bekommst du hier mangelnde Selbstliebe gespiegelt, ne? Also, dass du dich nicht genug um dich kümmerst und immer zu sehr beim anderen bist, ne? Weil du guckst jetzt nicht, ich brauche eine Beziehung, wo ich meine Freundin irgendwie dreimal die Woche sehe, sondern ich drehe mich so um die andere, dass ich sogar akzeptieren würde, sie nur alle 14 Tage zu sehen. Was funktioniert es noch nicht? Wenn jemand nach 3 Monaten schon so krasse Bindungsangst hat, da kannst du nichts machen. Also dann ist es irgendwann alle 28 Tage oder alle 56 Tage. Also das haut einfach nicht hin. Also es ist wirklich besser zu sagen, nein, möchte ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Weil das verschafft einem zumindest Respekt. Und weil, wenn man alles mitmacht, dann verliert der Partner Respekt und dann ist man endgültig verloren. So. Also es klappt alles nicht, wir wollen uns dann sowieso öfters sehen und ein paar Minuten später meinte sie, ich fühle es nicht genug. Ja, das sagt man heutzutage immer so, ich fühle es nicht. Übersetzung, ich bin einfach nicht mehr verknallt und nicht genug. Und da hast du jetzt denkst du, wie kann sie denn nach 3 Monaten erst so verknallt sein und dann nicht verknallt sein? Ja, das ist so. Also das ist halt, wenn man Bindungsangst hat. Und das hat mit dir nichts zu tun, du hast sie nicht so gemacht. Und akzeptiere es. Und such den Fehler nicht bei dir. Ich würde den Fehler nirgendwo suchen. Ich würde einfach denken, ja, wir waren nicht. Ich war ja in so einer Wirbelwindbeziehung. Also gibt es dann auch so ein Video, versuche ich dir nochmal zu verlinken. Ich war in einer Wirbelwindbeziehung. Und ja, die machen süchtig, diese Beziehung, aber führen nirgendwo hin. Und ich kann dir nur sagen, sehr froh, dass es nur 3 Monate sind. Ich weiß, das willst du jetzt nicht hören, aber im Endeffekt wärst du da emotional wirklich. Wäre es dir nicht gut gegangen, wäre dir noch schlechter gegangen als, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber ich glaube, sie hat krasse Bindungsängste und ich merke diese Anteile an mir selber. Ich vermute, ich bin passiv bindungsängstlich. Ja, also großartige Idee, weil wenn du jetzt, ich weiß jetzt, du hast jetzt gar nichts über dich geschrieben, wenn du öfters Bindungsängstler datest, dann sollte man immer überlegen, bin ich vielleicht auch bindungsängstlich? Weil das ist auch eine Möglichkeit, seine eigene Bindungsängste gar nicht zu spüren, wenn man immer jemanden hat, der noch bindungsängstlicher ist. Ne? Also ich würde sie da jetzt nicht verurteilen, ich würde einfach akzeptieren, die ist so, die braucht vielleicht Hilfe. Aber ich würde jetzt nicht versuchen, diese Beziehung zu retten, sondern eher überlegen, aber was ist denn mit mir? Ne? Warum mache ich das? Und vielleicht kommst du irgendwann mal, wenn du von diesem Muster die Schnauze voll hast, falls du da Muster hast, kommst du in eine gesunde Beziehung und merkst dann, oh, jetzt merke ich meine eigene Bindungsangst und dann wird es spannend. Und das hier würde ich in Liebe loslassen. Ich würde denken, würde da mit Mitgefühl rangehen, würde denken, oh Mann, ey, das ist echt, ich kann nicht anders. Es ist eine Frau, die es nicht gut geht und kann sie gerne aus der Ferne lieben oder so abstrakt lieben, aber für eine Beziehung ist das nichts, das macht dich kaputt. Das musst du einfach sehen. Ja, ich hoffe, konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Und ja, vielleicht wundert ihr euch, wo nimmt Christian das Ding jetzt hier gerade auf? Das wird so mein neues Studio hier in noch einer sehr coolen Stadt in Deutschland, in Berlin. Und ja, arbeite gerade dran, das irgendwie schick zu machen. Und aber müssen wir noch viel mit Ton. Ich weiß, das ist alles noch nicht perfekt, das ist jetzt ein bisschen experimentell heute mal, aber genau, freue mich auch über Feedback und
Likes und Abonnieren meines Kanals und wir werden uns bald wiedersehen.